Imagine you wake up from a nightmare in the middle of the night, and death is sitting right there at the side of your bed, smiling at you as you open your eyes for the very last time. You look around, but apart from death and yourself, nobody is there. No lover, no partner, no child, no mother, and of course, no father. But death is smiling at you, and once you stop screaming, he opens his mouth and speaks. First of all, he tells you that your life has come to its end, and that nothing can be done to change that. But still, death has something to offer. Why, that's what he is our enemy. So, he offers you relief and forgiveness by the one soul you have treated the worst in your life, if you confess it, beg for pardon. He tells you to choose the person carefully, no matter who it might have been, dead or alive. It might be a chance to reduce the weight of your blame and punishment. But although you force yourself to think about all your school buddies, babysitters, teachers, lovers, young cousins, ex-wives, kids, parents, you really treated badly, you cannot help from knowing that there is no one you could have possibly treated as badly as Wolfgang Amadeus Mozart. Ich singe für Sie Dalla sua pace. Dalla
Danke. Haben Sie sonst noch etwas mit? Ja, haben Sie Camillo. Auch etwas, das nicht von Mozart ist? 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 Ganz egal. Was? Ich, Hauptsache, ich, nicht von Mozart. Sie, nun, Sie, Ottavio, Sie sollten immer etwas anderes mit haben. Ich dachte, Sie suchen einen Ottavio und einen Tavio. Aber Sie sollten nicht nur Mozart, nicht nur Mozart, nicht nur Mozart mit haben. Lass ich das Schwerste? 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 Vielleicht irgendeine Operette? Nein, hab ich im Moment, nichts anderes mit. Na gut, dann halt, Tamino! Aber will ich nicht die Arie, Arie! Finale 1 von mir aus! Da gießen dich dein Zaubertod, dann würde ich nur nicht sein. Spitze, viele Töne, Freude, nein, danke, es tut mir leid. Ich kann das heute nicht mehr hören. Ich kann das heute nicht mehr hören. Ich kann das heute nicht mehr hören. Ich kann das heute Wir geben Ihnen noch einen Termin. Aber ich kann Sie nur bitten, bringen Sie noch etwas anderes mit. Was Sie wollen. Hallo, ich bin der Mann. Ja, das ist hier. Ich kann Mozart auch nicht leiden, wie wir sehen. So hat's aber geklungen, so hat's aber geklungen, so hat's aber geklungen. Es tut mir leid. Ich verstehe gar nicht mehr. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Si di amo come bene sarà questo giorno. Si heißen. Si vuole Fodosca. Tut la Fodosca, was wollen Sie singen? Michaela Marcellin, Sophie und Mozart. Was Susanne ist Mozart? Was Susanne Mozart? Und Termine. Dann bitte, Pamina. Natürlich. Was haben Sie? Was haben Sie? Was haben Sie? Nichts. Wer hat's gemerkt? Thank you.
Weißt du schon, dass Gräser hat gedacht? Oder warum siehst du Pamina unter der Dusche? Damit unser Adriano schon etwas Junges, Hübsches, Lyrisches findet. Aber in der Dusche kann ich wohl singen, was ich will, kann ich wohl singen, was ich will, kann ich wohl singen, was ich will, kann ich wohl. Nein. Du? Singen zu können.
Der Maestro wird gleich da sein. Pamela, seine Frau hat abgesagt. Jetzt müssen Sie auf sich aufpassen. Viel Glück, 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 Glück. Die Luftfahrtsrie, das hier um die Luftfahrtsrie, das hier um die Luftfahrtsrie, das hier um die Luftfahrtsrie, das hier. You know, we have this very strange situation right now. We will have to get to know each other very quickly. Know each other very quickly. Know each other very quickly. This is in fever, it's a fever. The sister Ryder is the Wir müssen jetzt schnell sein, damit wir das in kurzer Zeit schaffen. Ich möchte nicht, dass du wie eine Anzeige liegst. Ich möchte spüren, dass Pamina eine Frau ist und kein Mädchen. Du bist zwar jung, aber du musst kein Kind mehr sein. Ja, ich verstehe. Wirklich, das ist gut. Ja, ich verstehe. Wirklich, das ist gut. Ja, ich verstehe. Wirklich, das ist gut. Das hat dich gehofft, 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 hat dich gehofft. Ist ja der Johannes. Kennst du den? Ob ich den kenne? Mit dem war ich 3 Jahre zusammen. Das ist ein Johannes? Echt? Der echt? Probiert jetzt Tamino echt? Und macht ein paar Octavios und Fernandos. Ja, in dieser Spielzeit ja, hat eine Thronstimme, ja, macht die totale Karriere jetzt. Was aber hast geh, du? Aber geh. Was hast du? Hast du das kein nur diese Art nicht mehr hören? Wieso? 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 Wie hat er damals dauernd gesungen. Saumäßig schwer ist es. Es ging mir nicht sehr gut, damals ich war erst 21. Damals hat das wahrscheinlich noch nicht so geklungen, aber der hat echt einen irrsinnigen Schritt gemacht. Was machst du? Das ist ein Arsch. Jetzt sagt er ab. Das ist ein Arsch. Jetzt sagt er ab. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Jetzt sagt er ab. Das ist ein Arsch. Jetzt sagt er ab. Das ist ein Arsch. Lächerlich ist das. Crash.
Warum muss ich immer, Remi so mura, warum muss ich immer mo? Entschuldigen Sie bitte die Störung, meine Damen und Herren. Wir freuen uns Ihnen allen die Ankunft unserer wunderbaren Grace Ma mitzuteilen. Obwohl noch nicht ganz gesund, wollte sie noch nicht ganz gesund, wollte sie die szenischen Proben versäumen. Proben nicht versäumen. Well, as a matter of fact, you succeed. Und ist überraschend schnell zu uns zurückgekehrt. Bitte, verzeihen Sie die Überfall. Ich freue mich ungeheuer, wieder mit Ihnen musizieren zu dürfen. Aber für heute störe ich nicht länger.
hast du das gewusst? Die non credo. So, meine Damen und Herren, diese Probe ist noch nicht zu Ende. Also, sie fällt 23, bitte. Sie fällt 23, bitte. Sie fällt 23, prego. Fucking step that she is making. Mezzo forte. Ich mache die Kolonne für alle, bitte für das Orchester. Wir müssen mit mir die Kolonne. Gleich stelle, scusa Simona. Cello, sie spielen die Fassierung von der Bratze. Who is this cello? Why do I have immer eine neue Cellistin in jeder Probe? Das verstehe ich nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Sagen, es ist nicht für eine Person, es ist für alle. Bitte, ein bisschen aufpassen und Konzentration, ja? Scusa, Simon, un altro volta, sag. Impossible that you speak what we are hearing. Such a delicate piece of music, a delicate piece of music, a delicate piece of music. I understand that everyone is under high pressure at the moment, and I appreciate the way you contribute to the working process. But if we want to achieve an interpretation of extraordinary quality, extraordinary quality, extraordinary quality, extraordinary quality, extraordinary quality, we have to establish an atmosphere of concentration, an atmosphere of concentration, an atmosphere of concentration, an atmosphere of concentration, and therefore it is just impossible, impossible, impossible that anyone is speaking. That anyone is speaking, that anyone is speaking, that anyone is speaking. I'm sorry to do the rehearsal, but everybody is working for the last week in a very, very good climate and concentration. And we are on a good way, in a good direction of achieving something very, very good. And I don't understand why you take the liberty for yourself to interrupt the rehearsal.
it's hard for me to understand. Because it is difficult what we are doing. It is very difficult. Flauto magico di Mozart, here, di Mozart, yeah, what's this do? Is it the Kainis Basirgan, für alle zusammen, wir alle zusammen arbeiten zusammen in einem guten Spirit, in einem Geiste. Wir brauchen die. Und die Geiste, wir können nach Hause gehen. Und verstehst du, du unterbrichst, es ist okay, wir haben zusammen unsere Probe, aber wenn es ist von jemandem die Probe, ist nicht deine Probe, es ist meine Probe. Okay? Scusa che, Entschuldigung, dass ich hier Zeit stelle für everybody, aber it is hard, it's difficult for me to understand, okay? It's good. And one thing I have to say, one thing is important. I think it is a problem of the attitude. You have a problem with your attitude in this project. You know, we have to find the concentration and the attitude to make this work, to make it everybody work together, that it works, that it functions in a way. And if you don't bring the attitude, if anybody don't bring the attitude for this project, we are lost. We cannot do it. It is not possible. So please, when you get up in the morning, make sure that you find for yourself the right attitude for the work for this project. We need it from everybody and from you. I cannot work like this. It's impossible. It is impossible for me to work in this particular attitude. And you have to change it. I will not change it. Yes, you will have to change it. And please think of that. What do
way up from the lobby. You'll never guess. Her. It's the professor European! No, darf ich euch vorstellen? Nicht nötig, wir kennen uns schon lange. Elvira! Komme schon!
Applaus! Die hören überhaupt nicht auf! Das ist der Applaus! Die hören überhaupt nicht auf! Das ist ja großartig gegangen! Das ist ja großartig gegangen! Das ist ja großartig gegangen! Oh, du! Lass die Meier! Das Vorstellung war das, Vorstellung war das! Bravo, bravo! Wie findest du den Tim? Schön, ich nehme keine Eier! Schön, ich nehme keine Eier! Schön, ich nehme keine Eier! Du weißt gar nicht, wie recht du hast! Wie hätte das gedacht, dass wir einmal zusammen auf der Bühne stehen? Franziska, nach so langer Zeit? Ich hätte auch nicht mehr gedacht, dich noch einmal zu sehen. Dabei kann ich mich an eine Zeit erinnern, da hätte ich dich gern gesehen. Da hätte ich dich gerne gesehen. Aber jetzt ist deine Tochter 9 und braucht keinen Vater mehr. Was hast du da? Nichts, vergiss es, nichts. Ist das wahr? Hat Franziska Zimmer eine 9-jährige Tochter von mir? Das musst du dich schon selbst fragen. So, jetzt noch mal alle. La regia, non esista la regia, avviendo, siamo tutti contenti, dunque. So, sind Sie alle? Aber eine schöne Stimme. Ludwig, was denkst du, wird Grace singen? Kann sie? Adriano scheint nicht begeistert von der Idee. Aber wenn sie wirklich will, dann wird sie wohl singen. Sie ist ein absoluter Profi. Wenn ihre Stimme wieder in Ordnung ist, wird sie groß, 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 öffentlich sein. Und wenn nicht, werden wir uns an ihre früheren Erfolge erinnern. Bitte auf die Seite. Vorsicht! Danke. Bundesminister, Herr Staatsanwalt, Operndirektor, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich nicht, Sie alle willkommen zu heißen, der goldenen Ehrenabzeichen der Republik Österreich-Jahrenze mit Adriano Morano, einem Künstler zu verleihen, der dafür viel zu jung ist. In diesem Jahr, in dem wir das größte musikalische Genie aller Zeiten feiern, freuen wir uns, jemanden auszuzeichnen, dessen Name besonders Vorbild auf der Mozartpflege steht, und das, obwohl er gar kein Österreicher ist. Wir werden diesen anders gewöhnlich feiern. Natürlich mit Musik. Dazu werden Sie gleich mehr aus berufenerem Munde erfahren, meine Damen und Herren. Ludwig Selinski! Sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, lieber Adriano, es ist eine große Freude für mich, statt einer langweiligen Rede eine musikalische Einlage anzukündigen. Mit diesem kleinen Ständchen erfüllt sich ein Lämmchen für mich. Ich darf mit Mesmur und Franziska Zimmer ein Terzett singen. Normalerweise darf es nur jemand wie Ferruccio Volanetto oder Kommissarin. Aber Adrianos heutiger Feiertag ermöglicht mir dieses Wunder. Heute ist es Tag, ihm eine ganz außergewöhnliche Bedeutung in unserem Leben gehabt hat. Wir haben uns bei einer Pause kennengelernt. Ich war damals Despeder, du warst der neue Assistent von seinem. Und hat dich so bei der ersten Orchesterprobe in Covent Garden dirigieren.
lassen. Ein paar Jahre später haben wir dieses Stück bei unserer Hochzeit auf der Kirchenorgel von Williamsburg, Nebraska, zu hören gekriegt. Später zur Taufe unserer Tochter von einem mir und ihr tonischen Blasterbälle. Und heute singen wir dir das Stück mit Streichquartett und General Manager Bass. So ein Theater. Ich störe alle nur die Gewicht von dem Feind. Sie blöd, ich finde bin das peinlich und verlogen. Wir leben wie zwei Strände miteinander. Warum lässt sie mit mir? Dann lässt mich frei. Noch Simon, ich könnte mich vielleicht habe ich mich daran erinnert, was er vor unserer ersten Premiere formuliert hat. Kann ich mit dir sprechen? Jetzt? Wir müssen Mozarts Musik wie eine Uraufführung behandeln. Das war es, einen ostwallen Weltentwurf, der an unseren Theater mit unseren Instrumenten und unseren Stimmen zum ersten Mal das Schönigkeitsklasse. Franziska! Ich muss wissen, Otto hat Kind vor mir aus. Wie bitte? Woher soll ich das haben? Die Musiker und Reich geschenkt nach Hause gehen. Adriano, du hast sie aufgeschenkt und heute danken wir dir dafür. Ja! Hast du Chaos?
ist ja gut gegangen, deine Premiere. Was für ein Tag, ich werde dir das nie vergessen. Dann sorge du dafür, dass dieses kleine Stiefwunder bald verschwunden ist. Und auch ich werde dir das nicht vergessen. So kenne ich dich ja gar nicht. Ich bin ein Papagei. Das ist ja unglaublich. Was für ein Glück muss das sein mit dir. Weil ich Adriano jetzt schon seit 20 Jahren kenne. Und ich kenne ihn wirklich, Und ich weiß, was für ein eitles, selbstverliebtes, verlogenes Arschloch er sein kann und dass er für seine Klarin wäre. Ich hoffe, dass das nicht nötig sein wird, denn oft ich bin weniger, als ich ihn hasse. Klappe halten, Pass auf!
nicht ein bisschen übertrieben. Aber auch wenn du gerne ein wenig übertreibst, möchte ich dir danken, wer sich in unserem Beruf manchmal nicht leicht, ein Mensch zu sein. Und wir brauchen Freunde, die uns helfen, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren. Wenn ich hier stehen kann, diesen Preis bekommen, dann ist es so, weil ich Freunde habe, auf die ich mich verlassen kann. Weil ich einen Agenten habe, der mir bis aufs Letzte vertrauen kann. Und weil ich eine Frau habe, die mir immer künstlerisch und persönlich den Besten hat gegeben. Euch allen habe ich zu danken. Und noch einen, der vielleicht der Menschheit mehr gegeben hat als jeder andere Musiker. Wolfgang Amadeus, Wolfgang Amadeus, Wolfgang Amadeus, Wolfgang Amadeus, Wolfgang Amadeus, Wolfgang Amadeus. Mozart, 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 Mozart. Mozart, 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 Mozart. Bald brand, den Morgen zu verbrannt, bald brand, den Morgen zu verbrannt, bald brand, den Morgen zu verkünden, die Sonne, die Sonne, die Sonne, die Sonne, die Sonne, auf goldener, goldener Bahn, goldener Bahn, goldener Bahn, goldener Bahn, bald goldener Bahn, bald soll der Aberglaube soll, der Aberglaube soll, der Aberglaube schwinden. Aber glaub schwimmen, bald sieht der Sieg der Weisen, sieht der Weisen, sieht der Weisen, sieht der Weisen.
Thank you.
listen to anyone else anymore since I heard your voice. Oh, wonderful musician, but a lousy to sing Mozart.
aber ein anderes Mal. Wenn du etwas sagen willst, entschuldige, dann besser bitte jetzt. Ich dachte, du willst vielleicht auch mit mir sprechen. Johannes, jetzt bleib da. Sag, was du zu sagen hast. Ich bin schwul. Wunderbar. Was geht dich das an? Du bist schwanger, nachdem ich das erste Mal in Rom war. Kannst du dich erinnern? Ich bin damals 2 Monate um dich herumgeschlichen. Johannes! Ich hatte nicht den Mut, es zu sagen. Nur meine Gesangslehrerin hatte ich es gesagt. Und weißt du, was sie geantwortet hat? Sono tutti buchi. Sie war eine wunderbare, kluge alte Dame. Jeden Sonntag ist sie in die Kirche gegangen. Aber sie hat immer gefragt, ob ich auch Liebe mache. Ob ich auch Liebe mache, ob ich auch Liebe mache. Senza di fare amore, senza di fare amore, senza di fare amore, senza di fare amore. Muss man sich wohl selbst lieben? Franziska? Nein, keine Krokodilsträne für verlorene Vergangenheiten. Danke, dass du gekommen bist. Aber jetzt lass mich. Ich würde gerne sagen, ich bereue nicht, aber ich werde jetzt Mozart singen, Mozart singen, Mozart, Mozart singen und mich lieben, so gut ich kann, lieben, so gut ich kann, lieben, so gut ich kann. Bye. Ich hab mich lieb. Ist was 20 Jahre her. Er war noch im Mozarteum und sollte ohne Probe einen Figaro in Linz dirigieren. Ich hatte von ihm gehört und bin hingefahren, um die Entzauberung des Wunderknaben mit zu erleben.
20-jährige Schulbo. Ja, das ist Momentorchester, kompositieren, 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 gebracht. Und hier ist ein Ort, der klagt hier alles mal um in der Luft, wie man sie nimmt, weder vorher noch nachher erlebt hat, lieb hat. Irgendwie ist es diesem engelsgleichen Gnaden gelungen, die Orchestermusiker daran zu erinnern, dass sie auch einmal Musik machen wollten. Wie er mit seinen Händen zu tanzen schien, zu tanzen schien, zu tanzen schien. Well, here comes Abidor. Gentlemen, it does not need more than a little bit of rain, and there's no taxi available in this town. I introduce you to Mr. Vukovich. Darling, I had the pleasure of knowing Mr. Vukovich. Since he ritualist lord, my debut in Pamina. At the Vienna Staatsoper, and you might have been right, it was a terrible evening. I was hoping you would forget. Jorgensinnen, 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 Jorgensinnen. Yours the one. Now you're kidding. At least for keeping you waiting. Don't worry, Miss. Look, it's a perfect moment. But I'm kidding to your other. I've been thinking about this for quite some time since I've decided to make this my love. Children to see the piece. I have rented a box for every single performance, so 5 kids can see the show and meet me in the garderobe. Wouldn't that be great? Wouldn't that be great? Wouldn't that be great? Wouldn't that be great? This is exactly the right project for my concern. He loves thousand children. I'm quite positive that he will love them. And give you full knowledge. If you don't mind, I will call him immediately. Amazing.
recken tot, mich recken tot, mich recken tot, mich recken tot. Herr Präsident, es ist an dieser Stelle absolut notwendig, dass wir einen Kontakt, ja? Du musst schauen, treffen, jeden Jahr. Gehen wir zurück, mein Besorgen, auf Tag 44. Wir spielen nicht auf. Mich recken tot, das war, mich recken tot, das war, mich recken tot. No, 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 man versteht sie nicht. Mich schreckt kein Tod als Mann zu anderen. Als Mann, du, ich trotzdem, komm, mach dich deine Bitte. Okay, klar. Ich weiß, manche haben es nicht gerne, wenn ich bei einem Orchester auf Blumen unterbreche, aber wir müssen unterbrechen und arbeiten, solange es ist möglich. Also, es ist nicht möglich, also, ja. Wenn Sie mit mir arbeiten, Sie müssen sich daran gewöhnen. Bis zum Schluss, wir arbeiten, immer. Weil jetzt werden Sie noch kommen. Nochmal, nochmal, aber lass dich gut. Mich recken tot, das Mann zu handeln, der werde tugen, den Weg der werde tugen, tugen. No, 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 sprechen Sie Deutsch. Was ich Ihre Muttersprache ist nicht meine. Sie singen es nicht zum ersten Mal, prego, caro. Sie müssen artikulieren, Sie müssen das Stimmen von der Artikulation, ja? Prego, aufpassen. No, mal. Ancora una volta. Mich recken tot, das Mann zu handeln, er wird den Tugend vorzuwandeln. Schließ mir des Reckes Worte auf, schließ mir des Reckes Worte, schließ mir des Reckes Worte, schließ mir des Reckes Worte auf. Ich war gefroh, den kühnen Lauf. Des Reckens Worte. Sie haben mir einmal gesagt, dass Sie Mozart nicht lieben. Leider, man hört das. Man hat sogar den Eindruck, dass Sie ihn hassen. Maestro, wenn Sie mit mir arbeiten wollen, dann lassen Sie es mich wissen, solange Sie Ihre persönlichen Spieche spielen. Spieche spielen! Spieche spielen! Brauchen Sie mich sicher nicht. Ich gehe jetzt in die Kantine und trinke ein kühles Bier. Mi piace questo melone. Sie sehen, es ist nicht zu spät zu arbeiten, auch nicht mit deinem Tenor. Simona, komm, Simona, wir machen die Gesturiga Finale 2 Anfang. Pamina mit die Knaben. Bald, Frank, die morgen zu verkünden. Thank you.
Georgia. Yes. Yes, I was sleeping. No. Thank you for waking me up. Oh, it was such a nightmare. Exactly like the last time. Horrible. I'm dead. What? Of course, yes. Yes, please, let me speak to her. Ciao, ciao, piccolina. Come stai, amore? Come stai? Oh, yes. Mommy has to whisper a little bit because I feel a little something in my voice, you know? No, Daddy is still sleeping. I won't wake him. He's working really hard on this Zauber thing. Of course, darling. He loves you too, of course. I wish you could see the beautiful customs we have, of course. What else could Pamina be wearing? And Tamina, he has the picture you painted me. Do you remember? And this hilarious Papageno, he's making fun of me all the time. Yes. Okay, sweetheart. I will tape the show for you with a little camera. Okay? And you mind your Italian class? Harry, could you practice the piano? Thank you.
as a matter of fact, and this chair will soon need a man. I don't think it. Nobody wants an agent in such a position. Everybody wants an artist. Everybody wants an artist. Everybody wants an artist. Leave me alone with all that. I have had a long come on. Since dawn it will be easy to tell sweet little Simona to wait a little bit longer. Give her a nice contract. Let the race have a lot of Amina and make everybody happy. Everybody happy. I would not be able to come back. Simona is perfect. And I love her. You might not know what love is, but I love her, but I love her, but I love her, but I love her. Let her that she is not going to sing, neither the dress rehearsal nor the premiere. Tell her she will read it on the schedule. I can. We'll find a beautiful compensation for her. Tell her we will help her. You still don't understand. It's my problem, my problem, my problem, my problem. I feel like a stupid teenager. Stupid teenager. Stupid teenager. Stupid teenager. Then talk to her right now. It won't kill her. It won't kill you. It won't kill her. It won't kill you. It won't kill her. It won't kill you. I have a strange feeling about a few days from now. We will be laughing about the whole thing, about the whole thing, about the whole thing, about. Erdgeschoss, Tür 36. Doesn't matter, I am so happy that you came. It was a horrible day. I know. It was entirely my fault. I'm so sorry. I've been so terrible last night. No, the whole day I was waiting to say how sorry I was, but there never was a chance to talk to you in private. Simona. Please let me speak. Yesterday I tried to be so cool, because suddenly I was so afraid of losing you. Don't have to worry about me. From now on, I will.
You want to know what it means? I have decided that you will not sing, Marina. It is early, it will be definitely too good to you. Anyone, it makes no sense to have days to let go. This is not a personal decision, but I have to be aware of my responsibility as an artist. I see. I have been thinking about this for quite some time. You were very promising and doing well in the last week, but we cannot have another study scene. Premier, when Grace Wood is at the full power of her voice. That full power of her voice. That full power of her voice. That full power of her voice. Because I want to. You want to hurt me? You want to hurt me the more sympathy while I'm letting while you letting down. You. I will be finished any moment. Maybe you will one day understand me. Hate but so I cannot much. Let why our do you personal hate situation so why interfere do you? With our professional standards. With our professional standards. With our professional standards, I hate myself right now. But that doesn't matter, that doesn't matter, that doesn't matter. Nothing matters, nothing matters, nothing matters, nothing matters, nothing matters. And no one, and no one, and no one. But Mozart, but Mozart, but Mozart. I do understand you.
verdient. Darf ich dir meinen Freund Lupino vorstellen? Piacere, sono veramente impressionata di Johannes. Io sono tanto felice. Bravo, sono tanto felice. Dico se cantare, Franziska, ich liebe dich. Ich muss dich umarmen, Adriano. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Ich weiß, das war nicht leicht für dich, aber du hast uns eine wunderbare Zauberflöte geschenkt. Absolut würdig für so einen Anlass. Mozart liebt mich. Klaus, darling, you know very well our artist tend to be a little choleric. After such a climax, M. Adriano has always been the master of post-orgasmic depression. You were incredible tonight, Grace. If we had a true regisseur, this would have been the perfect production. Well, darling, that seems to be our fate. Grace, I have to thank you for that extraordinary piece of art you have given us all tonight. The children were absolutely stunned. We will have a wonderful picture on the front page tomorrow morning. Maestro? Muss ich nicht. Es war grauenvoll. Ich war absolut abwesend neben dir. Der Konzert meiner Haftung gerettet. Ich konnte sie nicht anschauen. Du warst großartig. Niemand hat etwas bemerkt. Nur beim Applaus warst du etwas abwesend. Niemand hat etwas bemerkt. Was für ein Glück. Wozu arbeiten wir, wenn niemand etwas bemerkt? Zu unserem Vergnügen. Vergiss nicht, was das für ein Privileg ist. Entschuldige mich, aber ich hatte selten weniger Vergnügen. Trink einfach auf das nächste Vergnügen! Ludwig, ich mache mir Sorgen um Adriano! Warum solltest du dir Sorgen machen? Das war ein großer Erfolg, abgesehen von der Inszenierung. Wenn jemand an Adriano fragt, dann sagst du, seine Mutter sei nicht gesund. Und pass auf, dass ihn alle in Ruhe lassen. Johannes? Let me give you a big hug. I have had more than 50 Taminos, and at least a third of them were gay. But you are the first one who made me feel like a real man. Well, Grace, whatever you mean, I somehow feel like a man, too. Thank you so much. You're terrific. No, you. Darf ich Sie ganz kurz stören? Ich möchte nur schnell gratulieren. Sie waren unwiderstehlich. Oh my God, girl, you are here. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich unglaublich viel gelernt habe, nur vom Zusehen. Danke. Did you enjoy yourself a little bit? Well, I'm still trying to sort out what kind of joy it was. So the two of you had your joy? How good to know. Congratulations, this was a big success. You will soon get your turn. As a matter of fact, we have to sign the contract for Simona's debut, Amina, in Covent Garden. Isn't that lovely? Very lovely. Who is conducting? The maestro himself. Did he hear you? We have just returned from London. He was as brave as I did. Surely you know how to make an impression. He, of course, was very kind and suave. Can we talk about something else? Don't worry, Ludwig and I, we share our secrets, even our lives. Don't you think, Ludwig, that Simona is incredibly beautiful tonight? I think I might get me something to eat. Well, how about something to drink instead? I'll see what I can do. I think I will have to leave now. Please just stay with me for a short, special moment. Meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte diesen Abend nutzen, ich möchte ein paar Worte sagen, die mir wichtig seien. Es ist ein besonderer Abend.
Ja, ich habe in meiner Karriere einige schöne Erfolge haben dürfen und ich habe gehofft, dass diese Produktion und die heutige Premiere vielleicht sollte sie sein, die Krönung von all der Arbeit. Aber leider es ist es mein größter Misserfolg geworden. Dafür, klar, bin ich selber verantwortlich in erster Linie, weil ich konnte nicht für diese Anforderung gerecht sein. Das ist, war zu schwer. Kann ich es machen. Aber ich möchte noch ein paar Worte sagen für ein paar Kollegen, die mit uns diese Produktion gemacht haben. Ich fange gerne an mit unserer jungen, sehr talentierten Simona Kodoska, die uns mit der Pamina in die Proben war für einige Wochen. Ich habe gehört von Ludwig, dass sie schon hat eine Vertrag für Covent Garden, Pamina. Gratulation, es ist sehr fantastisch. Von mir ein kleiner Rat. Für eine große Pamina, es ist noch nicht genug eine große Busen. Okay? Wir haben eine zweite Pamina bekommen, meine liebe Frau Grace. Die hat einen fantastischen Erfolg gehabt heute hier am Theater in Wien. Grace, für dich eine Bitte. Singe keine Pamina mehr, du bist zu alt. Ludwig, mein Agent, Ludwig, dir danke ich ganz besonders für meine fantastische Karriere. Mit jedem Leiterschritt auf die Karriere hast du kaputt gemacht ein Stück von meiner Freude. Liebe Klausi, danke. Ich möchte aber auch die Arbeit nützen, etwas Positives zu sagen, weil es gibt etwas Positives. Tenor, komm her, simpatico, vieni. Er ist zu uns gekommen, ein kleiner, schwuler Mann mit kleiner Stimme, aber er hat gearbeitet. Er hat gearbeitet und er hat uns eine fantastische Danino gemacht. Er war fantastisch, ringrazio molto e alles Gute, ja, jetzt kannst du gehen.